Guten Tag, ich bin Giovanna Galgani und wollte noch mein Feedback zum Seminar von Daniel Weinberg mitteilen. Also die eine Feststellung ist sicher diejenige, dass ich gewisse Verhaltensmuster, alte Verhaltensmuster nur quasi mehr noch als Erinnerung einer mögliche, als eine mögliche Verhaltensweise sehe oder spüre und dass ich so mit einer gewissen Gelassenheit nun auch weitere Wege, Verhaltenswege sehe und so auch entscheiden kann, was ich wählen, was ich will und was ich wähle. Und daher entsteht auch eine größere Klarheit in den Äußerungen und Möglichkeiten. Und diese Vielfalt der Entscheidungen hat auch eine große Veränderungsmöglichkeit, also eine Transformation als großes Potenzial, kreatives Potenzial, dass ich das Leben auch gestalten, mitgestalten kann und frei wählen kann in allen möglichen Weisen, in allen möglichen Richtungen. Und dass auch Unerwartetes daher auch Platz hat und dass auch das Vergangene oder all das, was man nicht mehr fördern will, loslassen kann. Man ist nicht zwingend verbunden mit dem, was war, sondern man diese ständigen neuen Möglichkeiten erweitern natürlich alles auf unendliche Weise. Ja, und das Vertrauen auch noch, das war das alles, was ich nicht verändern kann. Ja, dass ich das einfach auch loslassen kann, weil dafür ist gesorgt von jemand anderem oder etwas anderem. Und das Vertrauen, dass das so gut ist, dass das, also es braucht deshalb keine Anstrengungen, es braucht keine gewisse, es braucht keine Betonung, keine. Ja, keine Last, die man zwingend tragen muss, sondern dass man in einer Leichtigkeit das Leben genießen kann und dass die Einfachheit und spielerische Leichtigkeit die Wahrheit in sich hat und nicht eben starre Gedanken oder Ideen. Es braucht trotzdem eine regelmäßige Stellungnahme, liebevolle Stellungnahme, um die Veränderungen auch aktiv werden zu lassen, damit man die unerwünschten Sachen auch wirklich loslassen kann und ja und vollständig deaktivieren kann. Ja. Grundsätzlich ist es das. Es gibt wahrscheinlich auch noch mehr, was ich berichten könnte. Aber grundsätzlich denke ich, ist das so
für mich schon sehr wichtig. Danke vielmals und ja.